Hallo alle zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache heute ein Q&A. Ich habe euch ja darum gebeten, mir eure Fragen zu schicken. Und ganz viele von euch haben das auch sehr fleißig gemacht. Danke, danke, danke dafür. Ich habe noch nie so viele Fragen bekommen. Und ich freue mich riesig über euer Interesse an meiner Person. Einige Fragen wurden auch doppelt gestellt. Das heißt also, falls eure Frage nicht wortwörtlich jetzt so drankommt, dann seid nicht traurig. Ich habe natürlich auch wieder sehr viele Fragen dazu bekommen, wie ich Self kennengelernt habe und wie lange wir schon zusammen sind. Ich glaube, ich muss dazu einfach mal ein komplettes Video machen. Das kommt dann wahrscheinlich nächsten Monat, also im November. Bleibt also gespannt und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann verpasst ihr es nicht. Und Leute, es sind so viele Fragen gewesen, wirklich. Ich überlege gerade, da einfach noch einen zweiten Teil draus zu machen und nächste Woche einfach noch ein Q&A-Video zu bringen. Sorry, wenn ich jetzt hier von unten so beschienen bin. Ich gucke auf meinen Laptop, um mir die schlauen Fragen anzeigen zu lassen. Esma Sahin fragt, wann hast du Geburtstag und was ist dein Sternzeichen? Ich habe am 22.01. Geburtstag und ich bin vom Sternzeichen Wassermann. Minal Afzal fragt, welcher Lieblingsteil von Harry Potter ist deiner? Mein Lieblingsteil von Harry Potter ist der dritte Band. Ich liebe sowohl den Film als auch das Buch, glaube ich, am meisten. Das ist halt spannender und irgendwie die Story geht so richtig los im dritten Teil, so im Vergleich zu den ersten zwei. Aber es ist noch nicht so düster wie dann ab dem vierten Teil. Es ist mir zu gruselig, also nicht gruselig, ja, doch, es ist gruselig. Ich fand die Bücher auch wirklich gruselig. Und der dritte Band ist irgendwie cool, weil du hast halt Sirius Black, aber der stellt sich halt am Ende als gute Person heraus. Und das ist echt cool und Voldemort kommt halt nicht so oft drin vor. Und man erfährt halt sehr viel auch über Harrys Vergangenheit, beziehungsweise über seinen Vater und diese ganze Gang und diese Reise mit der Vergangenheit. Ach, ich liebe einfach. Der dritte Teil ist mein Lieblingsteil. Selina Re7 Team Seth fragt, wie geht es euch eigentlich zurzeit so? Es geht uns gut. Es geht uns gut. Ich habe einen Job, einen Halbtagsjob. Das ist gut, weil das ist nicht so stressig. Ich finde 8 Stunden arbeiten einfach so stressig. Ich weiß nicht, wie Leute das durchhalten und wie die es dann noch hinkriegen, ihr restliches Leben zu planen oder überhaupt zu leben. Ich bin sehr glücklich damit, dass ich nur einen Halbtagsjob habe. Seth ist ja jetzt Vollzeit-YouTuber. Yay, seit Oktober. Und ich glaube, es geht ihm damit auch sehr viel besser. Einfach weil er diese Doppelbelastung von Job und YouTube nicht mehr hat, sondern nur noch YouTube machen kann. Und da bin ich auch super happy drüber. Antonia Sophie fragt, was ist dein allergrößter Traum? Mein allergrößter Traum, ihr könnt jetzt sagen, glücklich sein, gesund sein, so die üblichen Klassiker, die man so bringt. Ich möchte unbedingt noch ins Ausland, im Ausland wohnen. Das fände ich so schön. Ich weiß auch nicht warum ich davon träume, aber es ist so eines meiner Träume, mal einen Monat beziehungsweise immer einen Monat woanders zu wohnen. Übelst gerne würde ich in Kalifornien mal wohnen oder sowieso in Amerika und in England würde ich auch gerne wohnen. Ich möchte unbedingt noch nach Australien. Das sind so auch die Orte, die ich gerne mal bereisen möchte. Ich würde auch unbedingt gerne mal nach Bali oder Thailand. Davon höre ich halt so viel oder sehe das auf YouTube und Instagram. Und das sieht einfach total cool aus. Und deshalb möchte ich da auch gerne mal hin. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was euer größter Traum ist. Träume nämlich nicht von irgendwie einem Haus oder Kindern oder so, sondern ich träume mehr von einem Lebensgefühl. Wisst ihr? Einfach unbeschwert und glücklich zu sein. Jeden Tag aufzustehen und glücklich zu sein und mit Kraft und Freude Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Menschen in meiner Umgebung zu haben, die liebevoll und freundlich sind und mit denen ich lachen kann. Einfach jeden Tag zu lachen. Das ist ja einfach so ein Lebensgefühl einfach. Und dabei in einem Körper zu sein, der jung und kräftig ist. Ja, ich glaube, ich habe es gerade auf den Punkt gebracht. Genau davon träume ich. Maya Lalala 02 fragt, werdet ihr auf der Straße oft von Zuschauern angesprochen? Ehrlich gesagt rechne ich jeden Tag, den ich mit Seth in der Stadt bin, damit, dass ihn irgendjemand mal anspricht. Immerhin hat Seth jetzt schon fast 100.000 Abonnenten und irgendjemand in Leipzig wird doch wohl einer von Seths Zuschauern sein. Aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Lias Keks fragt, wie heißt Seth mit Vornamen? Seth heißt Severin mit Vornamen. Also im Grunde genommen ist Seth eine Kurzform von Severin und deshalb heißt sein Kanal Seth. Also falls ihr euch das jemals gefragt habt, das ist der Grund. Forever Team Seth fragt, hast du mal vor, Seth zu überreden, seine Haare zu tönen oder sogar zu färben? Also ich kann mir vorstellen, dass Seth seine Haare tönen oder färben würde für ein Video. Also zum Beispiel als Wetteinlösung oder sowas. Tamara Janine fragt, also ich glaube, dass sie so ausgesprochen wird, sorry, falls ich deinen Namen falsch ausspreche.
Kannst du dich noch daran erinnern, als du dein erstes Video auf YouTube hochgeladen hast? Und wenn ja, wie sehr hat es sich verändert im Vergleich dazu, wenn du jetzt Videos hochlädst? Also, mein erstes Video habe ich 2012 hochgeladen, Leute. Das ist ewig lange her. Ich hatte damals so eine Phase, dass ich gedacht habe, boah, was die können, das kann ich auch. Denke ich eigentlich immer noch. Aber damals hatte ich halt noch kein Schneideprogramm und konnte nur One-Take-Videos hochladen. Das heißt also, ich konnte nicht zwischendurch aufhören zu reden, sondern ich musste von Anfang bis Ende alles richtig sagen. Das ist echt extrem schwer. Was habe ich damals gedacht? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall nie schüchtern oder dass ich gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich sieht das keiner oder keiner, den ich kenne. Das war mir eigentlich relativ egal. Ich habe das mehr genutzt, um auch vor der Kamera irgendwie sicherer zu werden und überhaupt sicherer zu werden und sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel gebracht hat. Meistens werde ich nur albern, wenn man eine Kamera auf mich richtet. Also ich glaube, es hat sich nicht sehr viel geändert, außer dass halt die Qualität meiner Videos besser geworden ist. Ich habe übrigens noch ein paar Videos oben von 2012. Könnt ihr gerne mal gucken und ja, sehen, wie ich damals aussah. Süß sah ich aus mit meinen kleinen 23 oder wie alt auch immer ich war. Ratte Niki fragt, kannst du mal was aus dem Tagebuch vorlesen? Ich habe ja letztes Mal bei diesem 10 Fakten über mich Video erzählt, dass ich jahrelang Tagebuch geschrieben habe. Und tatsächlich stehen hier einige meiner Tagebuchbücher gerade neben mir. Und ich habe damals oft solche Notizbücher genommen. Und das ist alles vollgeschrieben, von vorne bis hinten. Und ich kann ja mal gucken, was hier so drin steht. Oh mein Gott, 25. Januar 2015. 2010, Leute, das ist 7 Jahre her. Jenny war heute nicht da. Dabei war ich gestern Abend noch bei ihr, hab nämlich Tee über meinen PC gegossen. Oh mein Gott, Scheiße. Das klingt gar nicht gut. Zum Glück habe ich inzwischen Mattes Handynummer. Oh mein Gott, Mattes war damals mein Freund. Oh, ich glaube, ich werde jetzt schon rot, Leute. Ich habe gestern und heute mit ihm gesimst. Er hatte von mir geträumt. Oh mein Gott, peinlich. Weiß nicht was. Gestern haben wir so Sachen geschrieben wie drück dich, etc. Oh mein Gott, stimmt, das war gar nicht mein Freund damals. Ich habe ihn damals noch nicht mal gesehen. Wir haben uns nämlich online kennengelernt auf StudiVZ und haben uns damals seit einem Monat geschrieben. Also so um die Weihnachtszeit habe ich ihn kennengelernt. Myself und ich sind jetzt fast 4 Jahre zusammen. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Zeit ich davor hatte, mich mit Jungs abzugeben. Ratte Niki fragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Meines Blau. Ich muss sagen, ich mag Blau auch sehr gerne. Im Moment liebe ich so rostbraune Töne, also so ein Zwischending zwischen Orange und Braun. Kathi fragt, haben Seth und du irgendwelche ungewöhnlichen Angewohnheiten? Wenn ja, welche? Wahrscheinlich fallen uns die gar nicht so auf, wie das anderen Leuten auffallen würde, weil ja, man lebt halt mit seinen Angewohnheiten schon seit Jahren und da fällt einem das einfach nicht mehr so auf. Jeder hat enorm viele Angewohnheiten und der ganze Tag ist fast nur eine Ansammlung von Angewohnheiten. Ich habe wahrscheinlich die Angewohnheit, dass ich zu viel esse. Ich einmal angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören. Oder dass ich immer YouTube gucken muss oder irgendwas immer anhaben muss. Ich habe immer irgendwie entweder Netflix an oder YouTube und gucke irgendwas. Vanessa Irrgang fragt, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. Fräulein Lena fragt, kannst du mal ein Backvideo machen? Vielleicht kannst du ja zu Weihnachten mit Seth zusammen in einem Video Plätzchen backen. Ehrlich gesagt wünscht sich Seth das tatsächlich, dass wir zusammen Plätzchen backen und mir würde es überhaupt nichts ausmachen, das auch zu filmen. Also ja, ich würde super gerne auch Plätzchenvideos machen oder sowieso kleine Backvideos. Holzschokolade 14 fragt, du reist ja gerne, hast du eigentlich Flugangst? Ja, manchmal habe ich tatsächlich Flugangst und das war auch nicht immer so. Früher fand ich Fliegen eigentlich total okay. Aber in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen Flugangst bekommen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie in Panik gerate oder dass ich nicht ins Flugzeug steigen will. Ich will ja wohin, wisst ihr? Und ich will da auch schnell hin. Und man kann es halt auch überhaupt nicht steuern oder kontrollieren, was mit dem Flugzeug passiert. Tja, und deshalb atme ich einfach durch und gucke aus dem Fenster, wenn es geht, weil das mache ich eigentlich ganz gerne. Und ansonsten mache ich oft einfach auch die Augen zu. Ich habe auf jeden Fall Angst, wenn wir Auto fahren. Im Auto habe ich übelst Angst. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwie Laster überholen. Ich weiß nicht warum. Autobahnen sind nicht so mein Ding. Okay, ich glaube, das war's jetzt erstmal für heute und mit diesem kleinen Q&A. Wenn ihr möchtet, mache ich nächste Woche noch ein Q&A mit einigen restlichen Fragen. Und ich nehme natürlich auch bald das Video auf
über die Geschichte, wie Seth und ich uns kennengelernt haben. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und folgt mir gerne auf Twitter oder Instagram. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Restwoche. Ich hab euch lieb. Bis bald. Ciao.